Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Von einem Zero, der keine Ahnung hat, wie er den fucking Mond auf dem Kürbis scheinen lassen soll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist. Welt kannst du auch irgendwie nicht mitdrehen in dem Moment. Die kommt auch nur einfach so, weil sie Spaß dran hat. Ich weiß nicht, was die von mir will. So, und ich kümmere mich heute um Essen. Und dann muss ich schlafen. Uah. Hätte ich alles schon machen können vor der Aufnahme. Hey. So, schlafen wir mal. Gucken wir mal, ob die Spinne, obwohl die Spinne kommt ja ab und zu, ne? Nee, ist nicht gut, wenn ich offscreen schlafe. Okay, dann organisieren wir uns mal ein bisschen Metall. So, ich glaube mittlerweile ist es wieder dunkel geworden. Ich werde mal den Mond suchen. Ich meine, rein theoretisch muss ich doch sehen, wenn ich hier lang laufe, oder? Ich meine, hier wird es ja hell. Ah, der muss genau über mir sein. Also, solange es hell ist, scheint der Mond drauf. Das haben wir gelernt. Scheint er hier drauf? Nein. Was ist ein Bullshit? Naja. Wie viel Eisen haben wir jetzt? Nein, ich will das Spiel nicht beenden. wir haben jetzt 8. Naja, immerhin. Gehen wir schlafen. Ein neuer Tag. Der Zero geht wieder Steine kloppen. So, 11 Steine haben wir mittlerweile. Steine sag ich schon. Metall haben wir mittlerweile 12 jetzt schon. Und jetzt kaufen wir uns hier nochmal ein bisschen was. So. Ich habe erstmal nicht genug Geld, aber ich habe genug Steine. Kannst sie alle haben, Dude. Kannst sie alle haben. Ja gut, bis ich 100 habe. Na, schon ordentlich Knete hier. Ah, ein Objekt mit Sternchen ist ja mehr interessiert. Interessant. Ist mir aber egal. Irgendwann wirst du auch auf Steine interessiert sein. Und dann habe ich sie. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dankeschön. Und dann mache ich weiter. So, wir haben jetzt insgesamt 21 Metall. 9 Stück noch. Nur noch 9 Stück, Freunde. 9 Stück. Und wir haben ein neues Level-Up. Und ich bin am Verhungern. Gib mir Ausdauer. So, ziehen wir uns den Käse rein. Zack. Die Felder brauchen alle noch ein bisschen. Die Melonen sind gleich fertig. Hey, guck mal, der ist da wohnt. Geht er auf? Er geht mittlerweile zur Seite. Und ich kann das Ding nicht schieben. Also, wenn ich könnte, würde ich es tun. Aber ich kann den Mund nicht schieben. So, 24 Metall haben wir jetzt. Kommen immer weiter voran, Freunde. Wir kommen immer weiter voran. Jetzt kann ich nichts mehr reintun, oder? Na, war klar. Weißt du, er ist nicht mehr in der Lage, irgendwas auf den Boden zu werfen. Das ist echt. Das ist ein Tölpel. Und damit bin ich schon auf Ausdauer gegangen. So. Schieben wir da wieder eine Melone rein. 3 Minuten, 2 Minuten. Easy. So, wir brauchen nicht mehr viel Metall. Dann haben wir es. 6 Stück. Kriege ich noch hin, bevor der Händler kommt. Oh, Regen. Regen, Regen, Regen. Ich weiß nicht, wo es regnet. Da. Schön alles bewässern, ja. So gefällt das dem Zero. Was hat schon aufgehört? Da hinten regnet es. Wo? Da? Da, 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 da. Oh Mann, das hört schon wieder auf. Oder auch nicht. Jetzt zu spät. So, alles Schönes machen, alles Schönes machen. Und ich wette, ich kriege auch noch nicht die Kürbisse, die ich brauche.
verstehe das mit dem Kürbis nicht. Keine Ahnung. Eines Tages vielleicht, aber nicht heute. Sonnenblume wieder rein. Da bewässer ein bisschen. Ach Gott, ey. Na gut, jetzt der Regen weg. Egal. Ein paar Minuten habe ich immer noch hingekriegt. So, wir haben jetzt 27 Metall. Komm, einmal schlafen noch, einmal schlafen. Im Durchschnitt kriege ich 2 bis 3 Metall pro Tag. Ich denke, das ist das letzte Mal, dass wir schlafen. Schon wieder Hunger, ey. So. Jetzt aber, komm schon. Ich glaube, durch die Sonnenblumen sind wir jetzt auch in der Lage, selber zu kochen, ne? Aber machen wir erstmal. Nö, Metall fertig. Okay, wir haben's. Ja. Jetzt fehlt mir Holz. Egal, scheiß drauf. Holz kriegen wir schnell. Sind auch überall noch die Samen drauf. Sehr schön. Gib mir das Holz. So, 30 an der Zahl brauchen wir, ne? Müssen wir wahrscheinlich auch gleich direkt nochmal wieder ein paar Bäume pflanzen, damit sie uns nicht ausgehen. Ein neuer Tag! So, zack. Ich bin erstmal froh, dass wir das mit dem Metall geschafft haben. Das war so ätzend. Also ganz ehrlich, man braucht hier Erze. Man muss doch irgendwie kennzeichnen können, ey, so findest du Metall. Ich meine, ich wusste natürlich, wie man Metall findet, aber... Das Ding ist halt, da ranzukommen ist nicht so einfach. Und was willst du da machen? Stundenlang, tagelang da an einem Stein rumkloppen. Wow, der Wahnsinn. Da war es wieder. Er hat voll schnell zugehauen. Wie mache ich denn das? Ich will das öfters haben. Geht doch viel schneller. Vielleicht Doppelklick? Nö. Öfters klicken? Nö. Komisch. So, wir haben unser Holz zusammen, aber wir müssen noch gar nichts vorbereiten an Bäumen. So, ihr seid noch dabei, ne? Das dauert ja alles noch ein bisschen. Die Troller, die sowieso nichts hat, kommt wieder, aber wer weiß, ich schicke die jetzt einfach mal hier hin und dann hoffe ich einfach mal, dass sie langsam mal irgendwie was zu sagen hat. Hallo. Dann halt nicht. Dann baue ich halt mein Haus besser. Oh, 50 Holz. Ja. Gut. Ein bisschen verkackt. Müssen wir doch ein bisschen was pflanzen. Nicht so viel, aber ein bisschen müssen wir pflanzen. Da macht's schon wieder. Und ich weiß nicht, wie ich das mache. So, den Samen brauche ich auf jeden Fall. So, haben wir es jetzt? Ja. Gut, dann pflanzen wir ein paar Sämchen, und zwar Pinien. So. Was noch geil wäre so Skills und Perks, also Skills nicht unbedingt, aber Perks vielleicht, schnell pflanzen oder so. Also das übliche, standardmäßige. Ich weiß, viele verpönen immer den Standard. Oh, Standard, nein, bringt mal was Neues. Aber es gibt so Standards, die... sind gut, Freunde. Die sind wirklich gut. Standards können auch gut sein. Ich war sehr, sehr lange Halo-Spieler. Ne? Und das Spiel hat sich einfach verändert, weil die Massen immer neuere Sachen wollten. Dabei ist für einen Halo-Spieler einfach nur wichtig gewesen, bessere Grafik, mehr FPS, eine neue Story und neue Waffen. Aber man muss nicht das ganze Konzept umarbeiten, nur wegen irgendwelchen Leuten, die meinen, ja, bring mal was Neues, ey, immer dasselbe Spiel. Weißt du, aber FIFA wird jedes Mal gekauft, ne, FIFA, jeder kauft FIFA. Verändert sich zwar nichts dran, aber hey, Hauptsache jährlich rausbringen und jährlich für Knete dafür bekommen. Muss man nicht verstehen, oder? So. Häusle.
Du wirst jetzt fertig gemacht. Ah, Rezept Gold. Kuchen. Du hast ein neues Gebilde freigeschaltet. Mine. Nein, nee. Warum jetzt? Ich wusste es. Ich wusste es. Benutze einen Hammer auf dem großen Riss im Felsen. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, wozu er da ist. Ich wusste, dass wir so mehr Eisen bekommen. Jetzt habe ich umsonst 50 Eisen gefarmt, ey. Metall meine ich. Fünf Metall. Fünf Metall, Zero. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Denk immer dran, das ist nicht viel. Alles wird gut. Ich will ja auch nicht draufschlagen. Ich will es ernten. Das sind verschiedene Dinge. So, gut. Dann gehen wir halt nochmal schlafen. Was ist das hier überhaupt? Aber in der Mine kriegen wir Metall. Halleluja. Okay, 5 Metall, Freunde, 5 Metall. Theoretisch kann ich das kaufen. Aber bis der da ist, ne? Ja, und mir fehlt nur ein Metall, Mann. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh Mann. Warum? Kommt die Spinne langsam wieder? Ich will wissen, was da abgeht. Hunger. Ich meine, es gibt definitiv schlimmere Spiele, wo der Hunger wesentlich nerviger ist. Das ist doch schon. Ja. Ich sollte anfangen zu kochen. Ich habe noch gar nicht gekocht. Apropos kochen, Pilze einsammeln. So, wir haben's. Puh, so, was brauchte ich noch? Ach, jetzt kommt der Dude mit dem Metall. Kannst du mich mal am Arsch lecken, so sieht's aus. Habe ich für dich Aufträge? Ja. Riesenkürbis. Check ich aber nicht. Ich check's nicht mit dem Riesenkürbis. Vielleicht eines Tages. Seile, 2 Seile und 15 Holz. Gut, 15 Holz ist, glaube ich, das kleinere Übel, ne? Können wir uns auch recht schnell organisieren. Und dann 2 Seile, das kriegen wir auch noch hin. Also, wie sieht's hier aus? Oh, die Melonen können geerntet werden. Sehr schön. So, dann packen wir hier nämlich ein bisschen Baumwolle rein, ne? Für den Fall der Fälle, dass wir es gleich brauchen. Auch noch wieder ein billiger Kürbis. Check's nicht. Kann ich den Kürbis auch... Kann ich den Kürbis... Nö. Dann check ich's nicht. Dann check ich's einfach nicht. Hm. Naja. Oh, komischer Pilz. So, ich wollte Holz organisieren, ne? Ja. Nein, nicht zu euch. Alter, Mini-Planet und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Orientierung gleich null. Da sind meine Bäume. Ihr seid aber schnell gewachsen. So, 15 Holz brauche ich, das werden wir schon hinkriegen, denke ich mal, ne? Habe ich ja recht fix. Jo. Hey, ach ja, ich dachte, das eine Holz wäre verschwunden, Alter. Jetzt hätte ich mir mein Herz zerrissen. Das Loot einfach so verschwindet. Da, er hat es schon wieder getan. Ich weiß nicht, warum er es manchmal schnell macht. So, als nächstes 2 Seile. Dafür müssen wir unser Haus finden. Wo ist der Pfeil? Da ist der Pfeil. So, wir machen... Was brauchen wir da eigentlich nochmal? Stimmt, Stoff. Gut, wir brauchen ja eh Stoff, ne? Ich kann herstellen... 12? Das ist viel. Kann ich nämlich 2 davon herstellen, ne? 1 davon. Und dann brauchte ich, glaube ich, noch Alkohol. Ja, Alkohol war das. Für Alkohol brauche ich... Limatsch. Und ich denke mal, in der Mine werden wir Limatsch finden. Und da werden wir auch wahrscheinlich dann Dingenskirchens brauchen, ne?
Die Fackel. Das Wort, was mir nicht eingefallen ist. So, lande mal da, dann finde ich es nämlich leichter. Dankeschön. So, mein Freund, die Navigation. Ich habe keine Zeit dafür. Warum hast du keine Zeit dafür? Hey, pass auf, wir gehen schlafen und kommen dann wieder. Muss ich das checken? Ich habe keine Zeit dafür. Natürlich hast du Zeit dafür. Wir bleiben jetzt mal ganz ruhig. Was passiert, wenn ich jetzt... Ich kann Moon jetzt nicht rufen. Wegen dem Bastard bestimmt. Ah, das kann sein. Hau ab, Mann. Da ist ja nichts verloren. Komm, ist ein Kürbis. Ja, der Burner ist das jetzt nicht, ne? Gut. Jetzt geht's. Es ist sehr dunkel hier drin. Vielleicht sollte ich eine Fackel anzünden, um die Mine zu beleuchten. Ach was. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ich sollte für etwas Licht sorgen. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, Licht. Kommt sofort, Junge. Kommt sofort. Und dann gebe ich dir ein paar aufs Maul. Ich habe nämlich mehr als genug gesehen. Also, Blümchen sind aber fertig. Weißt du was, bevor wir gehen? Küche. Öl. Ja, Öl ist eigentlich Bestandteil von einem. Hier, machen wir davon. Zwei Küchlein. Zack. Sechs Öle. Zack. Pinienkerne, okay. Ach, Weizen. Ich muss viel mehr Weizen anbauen demnächst. Okay, dann zurück zu mir. Ja, Mine fast. So, Fackel. Was konnte man eigentlich mit dem hier machen? Alter, du hast eine Fackel in der Hand. Reicht das nicht, wenn du die Fackel da reinlegst? Da brauche ich da auch zwei Holz für. Was ist das für ein Unterschied zum Lagerfeuer? Alter, willst du mich verarschen? Junge, willst du mich einfach verarschen? Wie soll ich denn hier Licht reinbringen? Hä? Du hast die Fackel einfach aus der Hand genommen. Oh, ich brauche wahrscheinlich die andere dreckige Fackel, ne? Höchstwahrscheinlich. Zünden wir den Scheiß an. Ich habe kein Holz. Alles wird gut, Zero. Alles wird gut. Du beruhigst dich jetzt mal. Wer will aufs Maul? Schlechter Zeitpunkt. Was bist du denn? Ich will mal wieder einen Schleim sehen. Pinienkerne? Das ist die Rache der Bäume? Sehr seltsam.
Was ich mit dem Käse mache, weiß ich auch noch nicht. Ja, was bringt es, wenn es das nächste Level erreicht? Das ist hier doch die eigentliche Frage. Was zur Hölle bringt es mir? So, kann ich eigentlich noch irgendwas verbessern? Nö, ne? Na gut. Fackel 2. Aluhol. Labor. Also, wozu habe ich denn das Labor gebaut? Wie soll ich denn an diese scheiß Limatsch kommen? Ich drehe durch, dieses Spiel bringt mich um, Leute. Dieses Spiel bringt mich um. Jetzt verschwende ich erstmal mein Holz, weil ich möchte gerne wissen, wie das aussieht. Also, ich zünde hier jetzt meine Fackel an. Darf wahrscheinlich nicht durch den Regen laufen. Der Regen ist hier eigentlich nur, um mich zu verspotten. Natürlich, dicke Wolke hier. Betreten. Was ist das? Ich hab's geschafft, ja. Okay, kann ich hier noch irgendwas zertrümmern? Jetzt zertrümmern hier einfach alles. Ich frage mich, ob das Feuer da hinten ewig brennt. Okay, hier kann ich draufschlagen, wie ich will, ja? Es geht nicht zur Neige. Wie? Was hat er gesagt? Der Wagen ist voll mit Steinen. Ich kann keine weiteren Steine brechen, bis ich ihn geleert habe. Und dafür muss ich rausgehen. Und wenn ich rausgehe, ist das Feuer erloschen. Und wie entleere ich jetzt den... Leck mich. Wie entleere ich jetzt den Kram? Okay. Also, wir müssen hier ein bisschen was vorbereiten, Leute. Wir brauchen hier nämlich A, einen Brunnen. Dafür brauchen wir Holz. So. Brunnen. Brunnen, Brunnen. Wir bauen einen Brunnen. So. Dann pflanzen wir hier ein paar Bäumchen. Nicht viele, nur ein paar. Einfach nur, damit wir jedes Mal, wenn wir Holz brauchen fürs Feuer, direkt daneben halt Holz haben. Ne? Das ist der Plan. So viel dazu. Dann brauchen wir ein Lagerfeuer. Dafür brauchen wir Holz. So. Und die Frage aller Fragen ist halt, wie zur Hölle entleere ich diesen Wagen? Das wird die Frage aller Fragen jetzt, oder? So, Lagerfeuer. Hier, scheiß Spiel. Wie zur Hölle entleere ich jetzt diesen Wagen? Hä? Ich will hier weiter rein. Muss ich die Steine aufbrauchen? Ja, komm mal her. Stay a while and listen. Ich habe Dinge mit dir zu besprechen. Ich habe hier nämlich ein paar Steinchens, die kannst du haben. Din, 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 din. Gib mir Geld, gib mir Geld, gib mir Geld, gib mir Geld.
Und dann gucken wir, ob er noch ein bisschen Alkohol hat. Alkohol wäre nämlich nicht schlecht. So, kaufen wir mal Alkohol. Danke. Wagen ist aber immer noch voll. Jetzt entleere ich den. Da muss mir doch irgendjemand sagen. Sprechen wir mit Hans-Dieter. Was sagt Hans-Dieter? Ach, das ist der mit dem Riesen, mit dem Kürbis, ne? Du und dein dreckiger Kürbis, hier regt mich auch auf. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal warten, bis er abhaut. Aber wir können ja kurz nach Hause laufen. Nö. Und uns die bessere Fackel organisieren. Da, dann haben wir hier alles durch. Gold. Ich habe ein bisschen Gold. Okay. Kühe. Ja. Jetzt muss ich nur rausfinden, wie man den Scheiß leert. Und ich habe mal wieder Hunger. Wir pflanzen Sonnenblumen. Und dann essen wir mal ein Küchlein. Stimmt, Weizen muss ich auch noch machen, ne? Habe ich noch Weizen? Habe ich all meinen Weizen verbraucht? Ja, bei meinem Weizen verbraucht. Oh, der Händler ist gerade weg. Ne, da kommt ja noch der Koch. Stimmt. Aber beim Verkaufen waren sie einen nicht. Hey, du verkaufst gerade den ganzen geilen Scheiß, Junge. So. Wie zur Hölle entleere ich jetzt die Mine? Oder wird sie einmal am Tag entleert? Das kann auch sein. Wir sind ja jetzt schlafen gegangen, ne? Navigation sagt mir... Ist das hier hinter? Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, ne? Alter. Ich muss nach rechts. Schlaf, um das nächste Level zu erreichen. Ich habe gerade erst geschlafen. Wie entleere ich denn den Scheiß? Gut, die Bäume sind noch zu klein hier. Es ist wirklich schwer, ohne etwas zu sehen, sich zu navigieren, weil wir sehen ja nichts. Weil die Erde ist ja, der Planet ist ja so klein, dass wir die Planetkrümmung sehen können. Oh, okay, das war der falsche Baum. Egal. Ich habe noch genug Eicheln. So. Nein, nicht zerstören! So. Mache ich denn das jetzt? Wie zur Hölle sammle ich das jetzt ein? Ach, voll mit diesen Steinen. Okay. Das heißt, ich kann ja trotzdem weiter bearbeiten. Wie werde ich denn die Steine hier los? Lassen wir das erstmal stehen. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir beenden einfach die Folge und ich werde mich erkundigen, was es damit auf sich hat mit der komischen Mine. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Zero. Tschüss.